Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Regentage bei den Pferden. Wenn ich sie so beobachte, komme ich nicht umhin, als festzustellen, wie gut Tiere an alle Wetterlagen angepasst sind. Und im gleichen Atemzug stellt sich mir die Frage, warum wir Menschen es nicht sind. Für die Pferdchen ist es vollkommen normal, bei jedem Wetter ihr Leben zu leben. Nicht nur für die Pferde, sondern für alle Tiere. Aber hier auf diesem Kanal dreht sich alles um die Pferde und wir können hier beobachten, dass sie alle unabhängig der Rasse gleiches Verhalten an den Tag legen. Sie sind an die Umgebung angepasst. Sie kommen mit der Kälte
gut zurecht. Sie kommen mit der Wärme oder Hitze gut zurecht. Sie können sich an die Umgebung und Wetterlagen sehr gut anpassen. Die Regentage wechseln sich ab mit windigen Tagen, mit sonnigen Tagen. Und die Pferdchen verbringen ihre Zeit auf diesen Weiden am Fluss. An diesem Tag bewundere ich die Pferdchen und nehme einen genauen Blick auf jedes einzelne Pferd. Man kann die Tiere dann einzeln fühlen. Man fühlt, in welcher Stimmung sie sind, wie sie sich fühlen. Man fühlt nach, sozusagen, bei den Pferdchen. Es ist eine gute Stimmung in der Herde. Immer wieder ist eine tiefe Entspannung bei den Pferden zu spüren, diese Tage. Und da sind auch neue Freundschaften bei den Pferdchen entstanden. Auf der Farm haben wir einen Teil der Haferlieferung. Es werden gerade ca. 6,5 Tonnen eingelagert. Der Winter kommt und bei bestimmten Wetter kann man auch das nicht liefern lassen, weil die Farm abgelegen ist. Deshalb muss man ja auch rechtzeitig vorsorgen.
Das ist das Trio, das man die Tage öfters zusammen antrifft. Der Spirit ist gerne mit Donna zusammen und Mona ist auch immer mit dabei. Der Spirit entwickelt sich sehr, sehr gut und wächst zu einem schönen Pferdchen heran. Jetzt wird bei uns auch vermehrt Hafer gefüttert. Bei uns ist die Praxis, dass im Sommer wenig Hafer gefüttert wird oder dass es auch Pausen gibt von ein, zwei Wochen. Zwischendurch, wenn es sehr viele Grassamen gibt. Das ist auch sehr gut für den Pferdekörper, eine Pause von Hafer zu machen, wenn diese Grassamen in Überfluss vorhanden sind und die Pferde grasen natürlich dann auch viel davon. Das habe ich ja in meinem Buch beschrieben. Ansonsten, wenn es zum Herbst hin und speziell Winter dann auch geht, dann brauchen die Pferde natürlich immer mehr Hafer. Und wir füttern wetterabhängig. In der Zeit essen die Pferdchen dann auch immer mehr Heu. Bei dem Hufrefall beim Tanis geht es auch voran. Ich kann jetzt die Hufe im Stehen machen. Er kann auch Hufe richtig gut geben mittlerweile und er läuft immer besser. In den letzten Videos habe ich ja seinen Fall präsentiert, weil ich einen Fall richtig dokumentieren wollte hier für YouTube-Kanal. Das war eine schwere Reh und die Behandlung und Entwicklung und hier sind wir jetzt in der Genesung und das Pferd läuft immer besser. Das ist mir ein Anliegen, das zu zeigen, weil die Hufrehe sehr gut erforscht ist und hier auch auf meinem Kanal könnt ihr auch mehrere Fälle verfolgen, aber das war jetzt richtig dokumentierter Fall und schwere Reh. Und es war sehr, sehr gut, es hier zu zeigen, sodass es eine Hilfe ist für alle Betroffenen und dass man versteht, dass das nur mit einem Trim zusammenhängt, sonst mit gar nichts, weder mit Futter, noch mit Fructan, noch mit Eiweiß, noch mit allen anderen Theorien, die in Umlauf sind. Das habe ich in meinen Büchern beschrieben und es gibt ja Online-Hufkurs, wo viele Pferdehalter sind, die die Gesundheit ihrer Pferde in die eigene Hände nehmen. Und dieses Wissen sollte verbreitet werden im Sinne der Pferde, sodass den Pferden geholfen werden kann. Es gibt ja so viele verzweifelte Pferdebesitzer, die ihre Pferde einschläfern müssen, weil ihnen gesagt wird, Hufre ist nie heilbar, Hufre kommt von dies, jenes. Die Pferde werden im Futter begrenzt, die werden ausgehungert und gequält, als ob sie nicht genug Qualen durch die Erkrankung selbst haben und das muss aufhören. Aus dem Grund habe ich auch dieses Fallbeispiel, diesen Fall so genau dokumentiert, damit das diesen Zweck erfüllt, dass man sieht, es ist heilbar. Das ist heilbar mit einem medizinisch korrekten Trim. Der Tanis bewegt sich jetzt auch viel mehr, der geht grasen mit seinem Kumpel Buddy und das ist die Heilung für die Pferde. Die Pferde müssen sich frei bewegen, sie müssen grasen, sie müssen in die Heilung von der Natur kommen. Sie müssen in ihre eigene Kraft und in ihre eigene Natur kommen. Und
Pferde Natur ist wandern, grasen, bewegen. Und dann wird es immer besser, immer besser. Zusammen mit dem Trim und in diesen Rahmenbedingungen wird jedes Pferd heilen, bis vielleicht auf wenige Ausnahme, vielleicht 1 oder 2% der Pferde, die vielleicht nicht mehr heilen können. In diesen Tagen sind wir auch am Arbeiten und hier wird auch Wasserspeicher ein bisschen gesichert von Wettereinflüssen, so dass er auch eingegraben werden kann. Der stand ja ganze Zeit offen. Und die guten Tagen, sonnigen, schönen Tagen nützt man gerne dazu, hier ein bisschen weiter zu kommen bei den sehr vielen Arbeiten auf der Farm. Das Gute daran ist, dass man die Pferdchen immer wieder beobachten kann, wie sie solche Galoppaden an den Tag legen. Wie herrlich sie laufen. Kommt auch immer wieder Müll zusammen. Das muss man dann auch alles abtransportieren. Und ja, es ist noch sehr viel zu tun diesbezüglich. Die Pferde gehen langsam zum Wasser. Und mir drängt sich die Frage über die Parallele zwischen Pferden oder generell Tieren und Menschen. Weil die Pferde sind ja immer die, die sie sind. Generell Tiere sind viel freier und befreiter von Vorstellungen der Menschen über Welt, über Natur, Tiere selbst und auch sich selbst. So wie der große italienische Staatsmann Niccolò Machiavelli einmal gesagt hat: Alle sehen in dir den, als der du erscheinst. Wenige sind es, die dich als den fühlen, der du bist. Und bei den Tieren oder gerade bei den Pferden wird es umso klarer, dass es das bei ihnen nicht gibt. Man kann die Tiere immer als die wahrnehmen, die sie sind. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns gerne in der Tierwelt aufhalten oder in der Natur aufhalten, weil dort einfach alles echt ist. Es liegt aber an uns, was wir wahrnehmen.
Es liegt an uns, worauf wir unser Fokus richten. Es gibt einen Unterschied zwischen der Ebene, auf der man reagiert, und Erschaffungsebene. Wer die Menschen kennt, hat Lao Tse gesagt, ist weise. Wer sich selbst kennt, ist erleuchtet. Und wären wir nicht alle gerne erleuchtet? Um sich selbst kennenzulernen, braucht es Mut, um genau hinzuschauen. Das Prinzip des Lebens lehrt uns eigentlich, dass niemand uns beurteilen und niemand uns erkennen kann, außer wir selbst. Nur was wir für hoch befinden, ist wirklich hoch. Was wir als stark erkennen, ist auch stark. Was wir als gut empfinden, ist gut. Wir sind das, zu dem wir uns selbst machen. Wir stehen dort, wo wir uns selbst hinstellen. Das ist das Prinzip des Lebens. Und das ist dann auch Erschaffungsebene, weil genauso wie die Natur den Tieren antwortet, so antwortet sie auch uns. Um das zu praktizieren, braucht es sehr viel Disziplin und Selbstbeherrschung. Aber wenn man einmal angefangen hat, dann wird es auch immer leichter. In diesem Sinne wünsche ich euch das Beste mit eurem Pferdchen und bis zum nächsten Mal.